Sonnenaufgang hier an der Tunguska, Attacke Vollgas. Hier an der Mündung läuft es schon seit Wochen. Heute geht es ganz gezielt auf Lennock. Also, ran hier bis zu den Steinen. Dann schnappen wir uns unser passendes Setup. So, und dann raus damit. Zack, da vorne hin. Und dann ziehen wir hier mal auf entspannt rein. Wie wurden das? Also genau. Wir wollen hier durchgieren. Ich stand gestern Abend hier, hab ein bisschen rumprobiert. Dann habe ich, zack, mich da auch noch ein bisschen mit dem Devilus ausgetauscht. Der dann auch noch hier rumprobiert. Und dann haben wir hier zusammen Lennox gesucht. Und ja, irgendwann hatte ich hier exakt diese Stelle, wo man quasi auf Anhieb so einigermaßen die Lennox rausbekommt. Und ja, das macht doch schon Bock. Und das gibt mir Hoffnung, dass ich vielleicht dann doch noch irgendwann einen fantastisch großen Lennox fangen werde. Der sich auch lohnt. Ich meine, kohlemäßig lohnt sie sich eh immer. Aber so eine Trophy, ne? Puh, das wäre ja der Oberhammer, der absolute. Das wär's natürlich und von daher muss ich es einfach probieren. Heißt also, hier ist jetzt gerade Win-Win zum einen, beziehungsweise Win-Win-Win, noch besser. Zum einen fange ich hier Lennox, die ganz gut Kohle bringen. Zum anderen die Chance quasi auf die Trophäe, was natürlich super. Und der dritte Win ist für dich. Zack, kannst dich auch hier hinstellen. Hast vielleicht sogar noch einen Spot, wo du hier auf Lennock gehen kannst. Übrigens, wenn man hier mit dem Belaya-Set oder sowas unterwegs ist, da muss man schon mal gucken. Das hatte nämlich der Devilus probiert. Der war dann mit der Mosquito als Rolle da unterwegs. Das war ein bisschen zu langsam. Da kommst du halt schwierig in das Gieren. Ich bin jetzt hier im Gieren drin. Köder und Co. gehe ich gleich drauf noch mit ein. Aber das ist halt ein bisschen schwierig. Von daher ruhig ein etwas größeres Setup nehmen. Sowas wie die Kammermächter vielleicht. Das ist auch vom Wurfgewicht richtig gut. Oder wenn klein und fein, dann vielleicht doch noch mit einem anderen Köder. Dann geht allerdings auch so allerlei mit rein. Ich meine, ich kann das ja mal eben testen, bevor ich hier weitermache. Wir nehmen einfach mal unser UL-Set. Nein, kann ich gar nicht. Ist, glaube ich, gerade in der Reparatur. Fällt mir gerade ein. Die Rolle ist in der Reparatur. Also nehmen wir dann doch das Belaya-Set mit der Dragon 7, die ist ja ein bisschen gepimpt, 5. Ich gehe mal ein bisschen größer ran vom Vorfach, denn sonst bin ich hier, ich bin eh schon komplett ausgeliefert mit den Gewichten als Vorfach. Das ist, na komm, nehmen wir einfach mal das hier, ist zwar ein bisschen drüber, aber egal. So, und dann nehmen wir hier natürlich den Popper. Also, das ist natürlich ganz klassisch hier. Das kann man auch super verwenden. Da gehen allerdings eben auch dann sehr viel oder gerne mal die Eschen drauf rein. Kriegen wir das hier vom Tempo her? Ich glaube, da müssen wir kurbeln und ein bisschen zuppen, dass man da so ein bisschen mehr die Power reinkriegt. Aber dann geht sie auch rein, jawohl. Sehr schön. Ja, ist ein bisschen tricky, aber wie gesagt, hier auf den Popper geht halt auch alles rein. Bachforellen waren allerdings auch auf dem anderen Köder, auf dem Walker, den ich verwende. Ich meine, der Popper ist halt relativ klassisch, ne? Zack. Aber es ist halt auch ein super Köder. Auch hier drauf wurden schon einige richtig große Lennox gefangen. Ich muss allerdings gestehen, hier auf diesem ganz feinen Setup hätte ich den eigentlich recht ungerne, den ganz großen. Mit über 5 Kilo. Denn der könnte mich hier abspulen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so unwahrscheinlich, dass der mich dann fertig macht. Ja, ich glaube, nur mit Tempo 50 und 1-0 Geschwindigkeit. Tempo 50, 1-0 Geschwindigkeit und kurz durch. Doch. Ja, wird schwierig. Aber ist auf jeden Fall deutlich schwieriger, wenn man da nicht die passende Rolle hat, die auch richtig Tempo macht. Dann ist es auf jeden Fall schwieriger. Auch in den Abendstunden sind einige Eschen noch reingegangen.
von der Wurfrichtung her für die meisten Lennox. Ich hatte das ein bisschen probiert. Das ist jetzt so hier dieser Bereich, dass die ganz gerne reinschlagen. Zack, da sind sie, selbst ohne das Gieren, dass da was ist. Ich glaube, eine Bafo nochmal. Genau. Aber ich werfe auf diese helle Tanne oder was auch immer das ist. Da drauf, auf diesen hellen gelben Baum. Wir sind also hier in Süd-Süd oder Ost, Süd-Süd-Ost, so ganz leicht östlich. Wenn man unten hier auf die Windrose schaut und dann halt einfach ja, hier so rumtreiben lassen durch die Strömung. Genau, da sind wir wieder im Gieren drin. Tempo 50 mit Shift. Ganz kurz immer anschlagen. Zack, 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 zack. Und dann zieht sich das so rum. Und hier in dem Bereich, ja, vielleicht muss man sogar ein bisschen länger kurbeln. Dann ging das Gieren wieder los. Aber da können dann eben hier die Lennox reinballern. So, anderes Setup zeige ich natürlich auch nochmal eben. Das ist ein bisschen überraschend für mich. Denn der Köder, der ist ja anders groß. Das ist ja mal ein ganz anders großer Köder. Der Walker, Angry Walker, der sogar zwischendurch mal hier funktioniert, wenn man einfach nur so ein bisschen treiben lässt. Also auch der kommt gerade richtig gut an hier bei den Fischen. Und ja, man kennt ihn, glaube ich, vielleicht eher vom Yama. Und am Yama liefert er auch gerne mal die ganz großen Lachse. Und ja, ich habe den jetzt einfach nochmal genommen, habe da jetzt 1er Haken drauf gemacht. Zack, next. Und der liefert halt wirklich recht zielgenau die Lennox. Also das ist schon wirklich top, dass da die Lennox halt wirklich reingehen. Auch hier habe ich jetzt Tempo 50 von der Einholgeschwindigkeit, halte Shift gedrückt und klicke einfach immer nur ganz kurz hier an. Eine halbe, eine Umdrehung, zack, da ist schon der Fisch. Nächster kleiner Lennox, aber halt einfach so halb rausgeworfen hier auf easy mit einem übertriebenen Setup, einfach weil ich die Angst habe, dass hier auch durchaus vielleicht mal so ein Timen oder sowas reingeht und dass ich dann eben ausreichend Schnur habe, dafür dann dieses etwas übertriebene Setup, aber da nehmen wir natürlich auch einfach alles mit, was wir mitnehmen können an Pluswerten hier jetzt auch auf der Route. Also 9 Kilo Vorfach habe ich jetzt hier gerade drauf, mit 9 Kilo Vorfach unterwegs, das muss reichen. Ich denke, das ist auch eine ganz faire Größe oder Gewichtsklasse für den Lennox, wenn er hier reinballert mit 5 Kilo. Ich kann natürlich auch nochmal übertreiben, komm, ich übertreibe einfach nochmal, ich gehe nochmal auf 7. Gehen wir mal auf 7,8, nehmen wir auch hier das etwas längere, 50 cm. Ich übertreibe nochmal, Bremse nochmal runterstellen. Zack. Und dann gucken wir einfach mal, vielleicht triggert das einfach nochmal mehr. Damit sind wir immer noch über dem Trophy-Gewicht. 2 Kilo oder irgendwie sowas, über dem Trophy-Gewicht. Und sollten den immer noch ganz gut und entspannt, ein bisschen weiter auswerfen, ganz gut und entspannt rausziehen können. So, zack, in die Richtung und jetzt einfach locker durchgieren, genau so. Zap, zap, zap. Ja, und dann kann das gehen. Ne? Also ich bin ganz zufrieden, ich weiß gar nicht, wie viele das waren. Den Tag über einfach hier durchgezogen, natürlich auch verschiedenste Köder getestet. Spiker teste ich jetzt gleich auch nochmal, und zwar die 12 Gramm Spiker. Auch da sind ein paar reingegangen. Bei den Hornets in klein, da sind auch welche reingegangen in Richtung Orange von der Farbe. Also auch das werde ich nochmal weiter testen. Wenn du vielleicht noch einen Köder hast, gerne auch unten reinschreiben in die Kommentare. Vielleicht hast du ja einen Top-Köder hier dann an der Stelle, der auch richtig gut funktioniert. Wie gesagt, für mich hier so direkt neben dem Stein und dann eben hier in Richtung von diesem gelben Baum geworfen, rumtreiben lassen hier. Und dann lief das ganz gut. Temperaturmäßig war es auch gar nicht so übermäßig oder irgendwie besonders, dass es besonders kalt war oder besonders warm. Es war, ja, ich glaube, so ungefähr wie hier. Ich glaube, wir haben heute einen Tag von circa 15 Grad. Auch die nächsten Tage
Also ich sag mal so eine mittelmäßige Temperatur. Sonnig immerhin. Immerhin sonnig heute den ganzen Tag. Vielleicht lübt das ja auch noch mal ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, wie es gestern war, ob es eher so ein bisschen bewölkt war. Werfen wir mal heute hier so ein bisschen quer rüber und testen. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich schon ganz zufrieden. Die Lennox gehen hier recht gut, also wirklich recht gut, gezielt vor allem auf diesen Walker. Jetzt mal werfen wir natürlich noch mal kurz einen Blick rein. Blast Angry Walker mit diesem Puschelhaken, Einserhaken in puschelig. Das ist er und dann wird er einfach schön locker flockig durchgegiert. Das ist einer, der immer wieder absinkt, also ein Topwater. Er springt quasi so hoch beim Gieren, bei der Umdrehung, sinkt danach aber quasi wieder ab, kommt so ins Trudeln und markiert so den kränkelnden Fisch. Lübt. Also, kannst du gut verwenden. Gutes Dingen. Ich bin jetzt hier sehr fein unterwegs, werde das gleich nochmal ein bisschen testen. Und dann würde ich sagen, Attacke Vollgas. Gönnt euch die Lennox, zieht raus die Brocken. Und ja, wenn es dir geholfen hat, Kanal abonnieren. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.